Zeit für Training. Kaffee morgens ist absolut notwendig für mich, auch wenn ich eigentlich auch fit und ausgeschlafen morgens bin, aber es ist absolut notwendig, weil sonst komme ich einfach nicht auf Betriebstemperatur und deswegen, manche Leute sagen, Kaffee ist das Blödeste, was man morgens machen kann vorm Training. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, zusätzlich zum Frühstück dazu. So, das Frühstück der Champions ist fertig. Brot, Kaffee. Hier einmal Marillenmarmelade, Erdbeermarmelade. Wie heißt das in Deutschland? Ich weiß es jetzt nicht. Bin zu müde. Wie heißt das? Aprikose? Heißt das Aprikose? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und Banane drauf. Das ist das Frühstück der Champions. Oder so. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das ist so ein Problem jetzt mit dem. Also ich habe zwar die Grödel, kommt zwar mit, aber ich weiß noch nicht so ganz, wie weit ich mit den Grödeln dann letztlich komme. Ich bin nicht für Hochgebirge ausgestattet. Ich habe keinen Pickel, ich habe keinen Platz für einen Pickel. Ich habe keinen Platz für Steigeisen. Ich habe auch keinen Platz für eine Rapline, dass ich mich irgendwo abseilen könnte. Habe ich alles keinen Platz für. Deswegen muss ich irgendwie ohne dem Ganzen zurechtkommen und schauen, wie ich raufkomme. Wenn ich nicht ganz raufkomme, ja, dann muss ich meine Runde irgendwie verändern. Erstes Ziel ist auf jeden Fall auf 2100 Meter ungefähr raufzukommen. Dafür muss ich durch eine Rinne, die ich von hier aus nicht sehen kann. Jetzt weiß ich, wie sich die Leute im Flachland fühlen, wenn sie in die Berge fahren. Die wissen gar nicht, was passiert. Mein Beileid. Und dann von 2000 Meter wieder runter und dann schon so auf 900 wieder runter und dann wird es wahrscheinlich bald wahrscheinlich weiterlaufen Richtung Osten und da ja, dann noch mal irgendwo rauf. Mal schauen, wie weit ich komme. Wenn ihr frühstückt vor einem Training, vor einem wirklich harten Training, dann verdaut noch mal ein bisschen und geht nicht gleich auf vollen Magen los. Außerdem kann ich euch sehr empfehlen, viel zu trinken vorher, wenn ihr wirklich lange unterwegs seid. Das erspart euch nämlich, dass ihr euch mehr so Flasks oder mehr in die Trinkblase füllen müsst oder sonst was müsst. Denn euer Körper kann das zumindest ein bisschen speichern. Und gerade morgens haben wir so viel Wasser über die Nacht verloren, dass wir eigentlich eh sehr dehydriert sind. Also solltet ihr, damit das Video auch irgendeinen hilfreichen Aspekt hat, auch definitiv viel trinken, bevor ihr trainieren geht. Egal, ob ihr laufen geht, Trailrunning betreibt oder in eine Bergtour macht. Das sind so ein paar Rezepte von mir, die über die Jahre einfach wirklich gut funktioniert haben. Viel trinken. Auch Kaffee und was zu essen. So, und falls sich jemand fragt, was ich jetzt so mitbrauche für eine Trainingstour, ist eigentlich relativ einfach. Oder ja, es geht eigentlich. Wir haben hier einmal die GoPro, die Laufweste, Faltstöcke, Flasks, zweimal halber Liter sollte eigentlich reichen, hoffentlich. Sonst werde ich mir sicher irgendwo noch einen Bach finden. Zwei Riegel, da muss ich auf jeden Fall noch aufstocken, das ist zu wenig. Handschuhe, Grödel, leider, ich hasse Grödel, ich hasse Grödel, ach nein, ich hasse es. Dann Weste und Rettungsdecke, das ist alles. Ich bringe theoretisch sogar noch ein bisschen mehr rein in die Weste, das ist die 12er von Salomon. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie viel Platz die hier wirklich brauchen werden, deshalb, ah ja, mein Brustgurt, aber den muss ich mir jetzt gleich noch umbinden. Ich weiß nicht, wie viel die da drin brauchen, deshalb, ja, mal schauen. Puh. Bereit für die Trainingstour. Stirnband noch mit, es hat 9 Grad.
Oben hat es wahrscheinlich 2, minus 1, sowas in die Richtung. Und Thermoshirt auf jeden Fall, sicherheitshalber. Natürlich habe ich trotzdem die Weste hinten mit. Wärme ist wichtig. Kurze Hose ist halt, ja, mein Trinken, meine Stöcke noch an der Seite. Und jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen und wir können starten. Also die Bergaufstücke jetzt werde ich nur gemütlich laufen, weil sonst halte ich heute den ganzen Tag das nicht durch. Deswegen habe ich mir vorgenommen, nur die Flachstücke und bergab zu laufen. Das ist einfach so typisch. Vorher habe ich es noch gesagt, dass ich glaube, dass ich zu viel gegessen habe und dass 2 Brote zu viel sind. Jetzt habe ich die Magenschmerzen. Ah, war so klar. Ich hasse es. Bauchschmerzen ist das Schlimmste, finde ich. Eigentlich wäre der Abschnitt hier der perfekte zum Laufen. Aber mein Bauch rebelliert so krass. Jetzt muss ich den Teil hier definitiv gemütlicher machen, damit sich mein Bauch ein bisschen erholen kann. Aber aktuell ist echt schlecht. Ich habe so viel Energie, weil die Bauchkrämpfe blockieren das. Ja. Ärgerlich, heute ist nicht die perfekte Verfassung. Erste Pause ist vorbei. Jetzt geht's weiter. Kurze Erholung, 1 Minute sitzen. Einfach nur, um wieder ein bisschen runterzukommen. Und schon kann es wieder weitergehen. Deutlich steiler. So, das ist das erste Zwischenziel. Von da unten komme ich quasi. Bin halt echt unglaublich langsam. Mein Bauch hat einfach keinerlei Interesse daran, in irgendeiner Weise schneller zu sein. Bleibt immer auf den Wegen, ja. Die Abkürzungen hier im Wald und so sind für die Vegetation einfach nichts. Einfach lassen, einfach die Wege nehmen. Es ist einfach sowas, das macht man nicht. Auch liebe Trailrunner, ich verstehe es. Da blutet einem das Herz, wenn man eigentlich so schön kurz gehen könnte, aber dann die langen Umfahrungen nehmen muss. Bitte macht es einfach, bitte. Ich mach's auch, also könnt ihr das auch. Und hier kriegen wir jetzt das erste Mal einen Ausblick auf das, was uns erwartet. Und es schaut deutlich weißer aus, als ich mir das gedacht habe. Also rauf, glaube ich, ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, ob man das jetzt am Bild sieht. Aber wir haben hier oben ein relativ weißes Feld. Das ist der Weg. Da gibt es eine Querung rüber. Und die Querung ist relativ steil. Es kann sein, dass hier nichts wird. So, da. Da sieht man's. Und dann haben wir hier natürlich noch dieses Becken, welches natürlich komplett weiß ist. Ich würde mal schätzen, da liegen noch mindestens 1,5 Meter drinnen. Durch das Becken muss man nicht unbedingt wirklich durch. Das ist das Gute. Das Schlechte ist natürlich, dass die Querung wahrscheinlich schneebedeckt sein wird. Und der Schnee ist brutal weich und nass. Wir haben hier absolut angesoffenen Schnee. Es ist richtig schlecht zu gehen.
Also quer kann ich so nicht, auch nicht mit Grödel, das geht gar nicht. Also dafür ist die Querung hinten zu steil. Die ist extrem steil abfallend und da ist es schon als normaler Wanderweg relativ heikel. Natürlich mit einer glatten Schneeauflage, die da noch rutscht, kein Thema. Okay, es tut mir zwar irgendwie im Herzen weh, aber ich muss hier jetzt eindeutig abbrechen. Höher komme ich hier nicht mehr. Wir haben hier ein großes Schneefeld. Das Problem ist, eigentlich wäre es gut zu gehen. Das Problem ist einfach nur, dass es so nass ist, obwohl es noch gar nicht spät ist. Es ist einfach dieser Frühling, diese Frühlingswärme über die letzten Tage. Dann der Regen, der gestern in der Früh dazu kam, der macht das Ganze hier eher sehr gefährlich. Die Querung hier ist flach, aber hierauf ist es dann relativ steil. Kann man nichts machen. Es ist eine Trainingsrunde. Da ist Sicherheit trotzdem immer noch das oberste Gebot. Ich bin nicht ordentlich ausgerüstet für schwieriges Gelände, ich bin ausgerüstet für einfaches Gelände. Auch das nochmal so ein Tipp für Trailrunner. Ihr seid nicht ausgerüstet für das schwere Gelände, egal ob Fels, Eis, Schnee. Lasst es einfach bleiben. Bleibt auf den einfachen Tracks. Das ist 10-mal sinnvoller. Ja. Schade irgendwie, weil der letzte Aufschwung hier schaut brutal gut aus eigentlich. Aber der Übergang hier ist ziemlich blöd. Ja, kann man nichts machen. Ich laufe jetzt weiter, wieder runter und weiter Richtung Osten und dann auf einen anderen Berg rauf. Schau, wie weit ich da komme. Versuch mein Glück. Los geht's.